Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch einen kleinen Trick zeigen, und zwar wie wir uns schnell und einfach eine Verknüpfung, die auf dem Desktop selbst zeigt, erstellen können. Der Hintergrund hier ist, dass immer mal wieder die Frage aufkommt, ob es eine Möglichkeit gibt, diesem bereits bestehendes Shortcut hier unten rechts in unserer Taskleiste, was winzig klein ist, fast unsichtbar, irgendwie größer zu bekommen, zu vergrößern, ja, damit wir halt schnell auf dem Desktop hier switchen können, bei Bedarf, ja, wenn wir vielleicht viele Fenster hier aufhaben oder wie auch immer. Genau, und nun, ich denke, die einfachste und schnellste Lösung hier ist, wir erstellen uns ganz einfach einen neuen eigenes Shortcut sozusagen und heften uns das hier an unserer Taskleiste an. Das geht, indem wir auf eine beliebige freie Stelle hier auf unserem Desktop mit der rechten Maustaste klicken und hier in den Kontextmenü, hier haben wir Neu und Verknüpfung. Hier beim Speicherort, ich habe mir jetzt hier schon eine erstellt, hier eine Verknüpfung. Ich kopiere mir mal einfach den Pfad hier sozusagen. Das sieht hier dann eben so aus, ja, das zeigt hier auf dem Explorer-Exe. Jetzt einfach auf Weiter und einen beliebigen Namen hier vergeben, meinetwegen Desktop, und fertigstellen. Genau, und schon haben wir unsere Verknüpfung. Wir können jetzt natürlich über die, also mit der rechten Maustaste, über Eigenschaften hier ein anderes Symbol hier auszuwählen. Ja, ich nehme das jetzt mal, das hier einfach mal zu zeigen hier. Ja, schon haben wir hier unsere Verknüpfung, die halt auf unserem Desktop zeigt hier. Genau, das können wir uns jetzt hier einfach in der Taskleiste hier anheften, an der Taskleiste, und schon können wir schnell und einfach, ohne lange suchen zu müssen, hier vielleicht auf dem Desktop switchen. Also wenn ihr da dieses Shortcut hier zu klein ist, dann habt ihr hier die Möglichkeit, über einen eigenen Shortcut einfach an der Taskleiste heften, und schon ist das Problem gelöst. Genau, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like und ein Abo freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.